Mit der Arbeiterkammer Tirol. Immer auf der sicheren Seite. Henrik Eder. Im Gespräch mit AK-Präsident Erwin Zangerl. Viele spannende Themen erwarten Sie in der neuen Ausgabe der AK Tiroler Arbeiterzeitung und natürlich auch jetzt im Gespräch mit Präsident Erwin Zangerl. Herr Präsident, einmal im Jahr wird Bilanz gezogen und diese Bilanz kann sich für die Arbeiterkammer Tirol wahrlich sehen lassen mit beeindruckenden Zahlen. Ja, leider muss man immer sagen, mein Wunsch wäre ja, dass alle Unternehmerinnen und Unternehmer so arbeiten, dass es uns nicht braucht. Wir stellen aber das Gegenteil fest. Wir haben also pro Tag fast 1300 Beratungen in der Landeskammer und in den Bezirkskammern. Wir streiten bei Gericht rund 15 Millionen Euro. Leider muss ich auch immer wieder dazu sagen, wir sind im Konsumentenschutz tätig, im Sozialversicherungsbereich. Wir sind eine Einrichtung, die inzwischen natürlich von den Menschen sehr geschätzt wird, weil wir eine der wenigen sind, die effektiv noch Hilfe anbieten und das in allen Bezirken Tirols. Falls Sie Hilfe brauchen, rufen Sie an 0800 22 55 22. Tirols Ärzte werden künftig mehr Geld verdienen, aber auch das nichtärztliche Krankenhauspersonal will zumindest so viel verdienen wie Kolleginnen und Kollegen in Vorarlberg oder Niederösterreich. Vergangene Woche sind 10.000 Unterschriften an Landesrat Tilg übergeben worden. Eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und deutlich mehr Lohn, das fordert das nichtärztliche Personal der Tiroler Krankenhäuser. Knapp 80% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben unterschrieben. Weil die Arbeitsbedingungen, die Arbeitsverdichtung und die Verantwortung, auch die Aufgaben, die sich verlagert haben, immer mehr geworden sind und das ist nicht mehr bewältigbar. Die Ziele der Unterschriftenaktion sind ganz klar formuliert. Dass wir vom Herrn Landesrat Tilg höhere Löhne für alle Berufsgruppen in den Tiroler Krankenanstalten fordern, ist arbeiten alle Berufsgruppen via Uhrwerk gemeinsam am und für die Patienten und deshalb sollen auch alle gleich behandelt werden. Wir verhandeln jetzt, wir möchten also klar so verhandeln, dass es nachhaltig ist, also auch Arbeitsplätze, auch die Bedingungen der Arbeitsplätze und Löhne natürlich. Wenn das nicht fruchtet, wenn wir merken, dass wir nur auf der Hinhalteschiene sein, dann werden wir natürlich auch auf die Straßen gehen, keine Frage. Vertreter aller Krankenhäuser des ÖGB und der AK übergeben die 10.000 Unterschriften an Landesrat Bernhard Tilg. Die nächsten Gespräche sollen am 20. April stattfinden. Noch lacht Landesrat Tilg, hoffentlich ein gutes Zeichen. Herr Präsident, warum wird diese Aktion des nichtärztlichen Krankenhauspersonals auch von der Arbeiterkammer Tirol unterstützt? Ja, wenn man A sagt wie Ärzte, dann muss man auch B wie Bedienstete sagen. Das kann ja nicht sein, dass im Prinzip die Ärzte für weniger Arbeit mehr Geld erhalten und auf der anderen Seite jene, die dann mehr belastet werden, um weniger Geld arbeiten müssen. Das ist ein klarer Fall, dass man erstens einmal den Ausgleich zu den anderen Bundesländern findet, was die Bezahlung betrifft, aber auch natürlich dafür sorgt, dass entsprechendes Personal in allen Kliniken Tirols vorhanden ist. Das ist unser Ziel und ich würde sagen, auch Auftrag, das umzusetzen. Abschließend wird heute noch ausnahmsweise im AK-Gespräch Geburtstag gefeiert. Eine ehemalige langjährige Säule der Arbeiterkammer Tirol feiert dieser Tage seinen 75. Geburtstag. Ja, wir gratulieren natürlich alle Fritz Dinkhauser zu seinem 75er, wünschen ihm alles Gute und vor allem Gesundheit. Und viele weitere spannende Themen in der aktuellen Ausgabe der AK Tiroler Arbeiterzeitung. Und interessante Filme finden Sie auch auf dem YouTube-Kanal der Arbeiterkammer Tirol.